damit nochmal offiziell seduced zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Tomb Raider. Sieht ja schon sehr stürmisch aus hier im Startbildschirm. Es regnet. Ja, das ist doch mal schön bei diesem Wetter draußen. Mal ein bisschen Sturm und Wind haben. Ist doch mal erfrischend. Na dann, starten wir mal ein neues Spiel. Starten wir rein ins Abenteuer. Auf geht's. Let's play Tomb Raider. Wir spielen auch leicht. Ich als absoluter Anfänger und das ist mein erster Teil ist von der Reihe. Natürlich auch leicht. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Regens Triangle. South Japan. Südjapan sind wir. In unseren dunkelsten Stunden. Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Was uns weitermachen lässt. Square Enix präsentiert. Ein ekelhafter Höhle. Production off. Crystal Dynamics. Oha. Schwingen, wegen sie sich links rechts synchron mit dem Schwung und Schwungkraft aufzubauen. Das Tutorial. Jonah! Reyes! Hilfe! Okay, schwing.
Oh nein. Die Leichen brennen. Okay, nun. Das hat ja nicht so gut geklappt. Ich versuche nochmal zu schwingen. Ja gut. Ach so, in die Richtung vielleicht. Das wird jetzt wehtun. Au! Ha. Nein. Aufgespießt. Nicht rausziehen. Ich würde sagen, lass uns stecken. Okay. Stand links oben im Bild. Sein aufgehängt. Was ist das hier? Was ist bloß passiert? Wir sind hier in irgendeinen Kult reingeraten. Oh, eine Fackel. Das war laut. So, da können wir durch. Nein. Gibt's Wasser? Ich glaube, die Fackel hält nicht lange unter Wasser. Jo. Verdammt. Was? Was haben wir jetzt gerade mit Kuh gemacht? Einfach entzünden. Während das du können wir springen, okay. Okay. Anzünden. Das glaube ich kaum. Einfach nur weiter. Komm zurück! Komm zurück! Ich will dir so weiter. Weiter vorne, wenn wir. Wir kommen hier beide raus. Husten mal wieder ordentlich um. Willenskraft, finden Sie einen Weg hinaus. Oh, die Blut. Ich muss schnell hier raus. Sie Kuh, okay. Können Sie mal aufhören, mich zu sitzen? Ich bin jederzeit. Erstmal Feuer. Hm.
So, was sind wir jetzt damit an? F zum Schubsen. Okay. Scheint aber nicht viel zu bringen. Bringt das irgendwas? Nicht wirklich, oder? Meine Fresse. Was ist denn heute mal los? Alles können wir anzünden. Fällt Zeugs runter. Ich trinke mal einen Schluck hier. Barrikade und sie anzünden. Sieht nicht so aus. Zünden wir die Sachen an, wenn sie ihrem Wasserfall gelöscht werden. Vielleicht können wir hier irgendwie hoch und die hier. Die Sachen wegziehen. Verstehe nicht ganz. Aha. Da mal brennt das Zeug drin. Jetzt runter damit. Ach du Scheiße. Was denn? Quicktime Events. Und da bin ich das erste Mal gestorben. Der Front 1. F. Achso, F muss schießen. Zu spät angezeigt. Und jetzt haben wir den Typen zermascht. Na komm, weiter hier, festhalten. Kick Demi, wenn es das gut ist. Klettern. Na komm. Weiter hier, weiter hoch.
Gott, ist das scheiße. Kletter, 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 kletter. Draußen. Nicht richtig angefangen, noch lange nicht. Das Rettungsboot. Wo sind sie? Das Schlimmste hat sich noch gar nicht mal angedeutet. Das war erst ein Bruchteil der Vorgeschichte. Oh nö. Lass mich raten, ich muss Quicktime-Event. Nein, ich muss einfach laufen. Aufstehen und weiter. Eigentlich würde ich da nicht nach unten gucken, aber okay. Genau, das macht sie die ganze Zeit. Okay, da geht's steil bergab. Jetzt tief runter. Die Raben. Das muss ein Speer sein. Ich schaff das. Na, ganz bestimmt. Greifen. Eh. Verdammt. Zum Zupacken. Ach so. Nach oben springen. Holy shit. Hier können wir rüber. Hier lang. Oh, 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 oh. Knappe Sache. Uha. Schnell weg hier. Das fällt doch gleich runter. Genau so. Hier zum Festhalten. Wenn die noch klettern. Steht das mit dem E jetzt die ganze Zeit im Bild? Sam's Touch. Das wäre blöd. Sam! Sie müssen hier gewesen sein. Ein Videorekorder. Sam? Roth? Hört mich irgendjemand? Ich muss sie finden. Ausrüstung erhalten. Habe ich
jetzt die ganze Zeit eh zum Zupacken? Nee, jetzt gar nicht. Okay, sehr schön. Ist das endlich weg? Wollen wir uns den Metall gucken? Mit Inventar haben wir gerade nicht zur Verfügung. Sieht verlassen aus. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten! Ein letztes Streichholz. Ich hoffe, das war es wert. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung.
Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Tja, wie es aussieht, keine so gute Idee. Es sind wieder gestrandet. Im Drachendreieck. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Suchen Sie nach Hinweisen. Das ist eine Regel. Man muss keine Waffe. Oh Gott, armer Kerl. Moment. Er hat einen Bogen. Den Bogen kann ich brauchen. Hier sind Pfeile. Sehr gut. Ich spiele das Ganze übrigens blind. Ich habe noch nie einen einzigen Teil von Tomb Raider gespielt. Ich kenne mich hier wirklich gar nicht aus. Falls mein Name im Chat ist, aktiv, dann bitte nicht spoilern. Ja, ich will das. Waffe kann ich nicht jagen. Ich brauche eine Waffe. Das selbst das erste Mal erleben. Ich schaff das. Ohne gespoilert zu werden. Ich weiß auch so gut wie gar nichts über provisorischen Angriffen. Provisorischen Angriffen weiß auch so gut wie nichts. Erinnere dich an das, was du von Wort gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt. Der Maus, das nur eine Linke. Ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Dieser Hunger. Ja. Ich muss etwas zu essen finden. Feine liegen jetzt überall rum. Lass uns mal in Rie jagen. Was sagen würde ich, ich habe noch absolut keine Erfahrung mit Tomb Raider. Ich weiß da wenig von. Von generell von dem Genre. Einen der Filme habe ich mal gesehen, der war gar nicht mal so gut. Ja, so sieht's aus. Immer mehr Pfeile werden wir brauchen. So, wo war das Reh? Ich glaube, das war nicht mehr da oben. Das ist irgendwo. Das ist irgendwie hier runter gestolpert. Aha. Hallöle. Ach, verdammt. Verdammt. Ein Reh. Es gibt ordentlich Essen. Entschuldige. Ja, wir brauchen halt Essen zum Überleben. Wie ist das halt? Fleisch. Messer hat es noch Fans dabei. Das ist wahnsinnig ineffektiv mit der Pfeilspitze.